Hallihallo, meine Freunde, und willkommen bei Murdered Soul Suspect. Wieder mal zu einer Zusatzfolge mit den Nebenfällen. Das letzte Mal haben wir Julias Gedanken vorgelesen und den Rest davor und sind verzweifelt, weil das Ding immer wieder abbricht. Gut. Jetzt gehen wir zu Rex Gedanken. Nein! Die sich nicht öffnen lassen wollen. Yippie-yay! Nimm Buch! Rex fühlt sich schuldig, weil er Ronan zu einem Leben als Polizist führte. Ach, was, das gut. Rex ist dankbar, dass Ronan Julia durch ihre psychische Erkrankung hilft. Von dieser psychischen Erkrankung haben wir noch nicht erfahren, auch nicht in Julias Gedanken. Vielleicht kommt das ja noch. Hoffentlich. Würde mich interessieren. So. Die Wahrheit über Baxter. Baxter arbeitet immer noch am Glockenmordfall, obwohl er davon abgezogen wurde. Ich will das öffnen. Hilfe. Es ist wieder soweit, meine Freunde. Es tut mir leid. Bis gleich. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen. Könnte Baxter uns umgebracht haben? Wer weiß. Hat er denn blaue Augen? Sieht man das? Vielleicht ist er ja der Glockenmörder. Glaube ich zwar nicht, aber hey. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Ein Verhaltensmuster in den Mordmotiven. Dass die Polizei nicht sieht, ist der Fokus von Joys Mutter, aber sie hat Schwierigkeiten, die Cops davon zu überzeugen, sie ernst zu nehmen. Arme Frau. Joys Mutter fürchtet, dass der Glockenmörder noch viele Male zuschlägt, bevor er gefasst wird. Und deshalb helfen wir Joy natürlich, ihre Mutter zu finden, damit die den Ding festmachen kann. So, das kleine Mädchen. Wenn der Tod kommt, kommt er nicht allein. Wahrscheinlich sind damit die Dämonen gemeint. Auch die tauglichsten Geister können ihre Gefahren zum Opfer fallen. Können diesen Gefahren zum Opfer fallen. Ich kann echt nicht mehr lesen. Was ist denn los? Jeder geheime Schatz wird öfter wahrgenommen, als die Dunkelheit weiß. Du, 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 du. Ein nasses Grab. Huch. Ach so, hier sehen wir, was wir davon gefunden haben und was noch fehlt. Das könnte ziemlich gut sein, wenn wir das Spiel nämlich durchhaben. Oder auch nicht durchhaben. Dann könnte ich mal gucken, wo die Sachen versteckt sind. Und weil uns hier ja genau angezeigt wird, was uns fehlt. Und dann könnte ich die ganzen Sachen suchen. Hier fehlt uns, ja. Hier fehlt uns ein Boiler. Hier fehlt uns eine Säge. Hier fehlen uns zwei Gewehre. Ein Haarkranz. Und ein Gasding. Das habe ich schon mal freigeschaltet, als ich das letzte Mal gespielt habe, das weiß ich. Bei dem Rest, glaube ich, den Rest habe ich, glaube ich, auch nicht freigeschaltet gekriegt. Dato werde ich die Sachen wirklich mal nachgucken. Wenn hier wirklich, ja, hier wird genau angezeigt, was dir fehlt. Also könnte ich das gut mal machen. Das wäre ganz praktisch. Gut. Hier. Aufgestiegen wie der mythische Phönix. Wein wie dieses Pfarrhaus im Jahre 1902. Unweit dieser Stelle verlor die Gemeinde 1901 das ursprüngliche Pfarrhaus St. Benedicts an die Flammen. An dieser Stelle stand eine noble Feste, gegen die britische Kanone errichtet. Genau.
die britische Krone errichtet. Ich kann echt nicht mehr lesen. 1775. Es tut mir echt leid. In dankbarer Anerkennung der zahlreichen anonymen Bürger Salems, die es ermöglichten, dieses Kriminallabor zu erbauen und den Menschen dieser Stadt besser zu dienen. An diesem Ort hielten die tapferen Soldaten der Kontinentalarmee im Januar 1777 weit in der Unterzahl 3 Tage lang die britischen Kräfte auf, bis Verstärkung aus Boston kam. Hier gaben im Dezember 1776 13 Soldaten der Kontinentalarmee ihr Leben im Kampf gegen einen Überraschungsangriff der britischen Truppen. Viele tapfere Arbeiter aus Salem, die den Panama-Kanal möglich machten, der den Welthandel veränderte, starben 1904 in dieser Einrichtung am gefürchteten Gelbfieber oder an dem Doktor, den wir auch schon kennengelernt haben. Ich wäre mir da nicht so sicher. William Psynochron-Typ William 1723 bis 1789. Der ursprüngliche Friedhof war viel kleiner als heute. Aufgrund seiner Nähe zum Wasserweg wurde er in seiner Geschichte zweimal über die Quarantäne benutzt. Einmal 1665 für Immigranten aus England, die auf ihrer Reise über den Atlantik an der Beulenpest erkrankten, und einmal für Arbeiter am Panama-Kanal, die 1904 an Gelbfieber erkrankten. In beiden Fällen wurden die Opfer nahe des Friedhofs beherbergt. Und als sie in großer Zahl starben, wurde der Friedhof erweitert. An dieser Stelle stand eine Befestigung, deren Rüstkammer die britischen Soldaten am 26. Februar 1775 zu erobern begehrten. Die tapferen Bürger dieser Stadt hielten die britische Armee durch den strategischen Einsatz von Zugbrücken in Schach und verhinderten so die Besitznahme von Waffen entscheidender Bedeutung in dem Krieg, der nur Monate später beginnen sollte. Diese Fontäne ist der Hoffnung gewidmet, dass die ruhige Stadt Salem für Frieden und Schwärmerei bekannt sein wird. Dieser Ort überblickt die favorisierte Anlegestelle vieler Freibeuter, die mit dem stillen Einverständnis der Kontinentalarmee während des Unabhängigkeitskrieges operierten. Salem war der Haupthafen für schwer bewaffnete, schnelle Schiffe, die die königliche Flotte bei ihrem Versuch, Druck auf den benachbarten Hafen Bostons auszuüben, angriffen. SOC oder SOC wird allgemein für eine Abkürzung von Salem Oil Company gehalten. Eine derartige Firma existiert jedoch nicht. Die Initialen stehen für Sons of Charlie. Der rechtliche Name dieser Tankstelle 1928 gegründet von 3 Brüdern, Chuck, Charles Jr., Sean und Seamus. O'Leary. Wie ich heute über die Namen stolpere. Yippie! Als Automobile üblich wurden. Das Geschäft hätte fast die große Depression nicht überstanden, konnte sich aber als Tarnung für illegalen Alkoholverkauf während der Prohibition Gott über Wasser halten. Ich kann echt nicht mehr reden, es tut mir leid.
Und da wissen wir auch, hier dieser Alkoholverkauf ging eindeutig an unseren guten Freund mit dem Autounfall. Brad. Das ist der letzte. Der Ashland Hills Friedhof. Friedhof wurde 1632 gegründet als Teil des Kirchenfriedhofs für die neu angekommenen puritanischen Siedler der Kolonie in Massachusetts Bay. Gewisse traumatische Ereignisse erweiterten den Friedhof erheblich und eines davon gab ihm seinen Namen. 1665 erkannte eine Schiffsbesatzung von Immigranten aus London, dass sie vor der Pest flüchteten, dass sie bereits infiziert waren. Sie wurden im Friedhofsgebiet unter Quarantäne gestellt und warteten dort auf den Tod. Nach ihrem Tod wurden die Leichen verbrannt und die Asche vergraben. Seitdem ist der Friedhof als Ashland Hills bekannt. Yippie! Bekannt als Haus des Urteils. Vormals Residenz des Richters John Hathorne, 1641 bis 1717, der bisweilen in seinem eigenen Wohnzimmer Gericht hielt und die Angeklagten in seinem Keller einsperrte, wie in Kolonialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in den Hexenprozessen von 1692 befleckte seinen Namen dauerhaft. So, damit haben wir endlich alles geschafft, alles zu lesen. Wuhu! Ich frage mich mal gerade, wie lang das hier ist. Gar nicht mal so lang. Es ist die Frage. Ah, nein, das kommt mit in den anderen Part. Ich hoffe, auch wenn das jetzt sehr viel Holpern und Stolpern war, dass euch das alles gefallen hat. Aber wenn nicht, dann ist das halt so. Ihr braucht es nicht zu gucken. Ich finde es aber auch schön, wirklich manche Sachen herauszufinden, die Geschichte da von Salem angehen. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob die Sachen wahr sind, ob die gut recherchiert wurden. Würde mich interessieren, falls jemand von euch Kenntnis hat, sagt mir Bescheid. Und vor allen Dingen auch die Erinnerung von Julia, die finde ich sehr schön. Ich finde es etwas schade, dass Rex so wenig hat, weil Rex ja doch irgendwie eine gute Beziehung zu Ronan hatte. Ich finde es sehr interessant, dass wir zu dem kleinen Geistermädchen bzw. zu ihren Zeichnungen kaum was gefunden haben. Und wir haben eindeutig noch ein paar Plaketten vor uns. Also rein theoretisch hätten wir noch sehr viel vor uns. Und jetzt merke ich gerade, ich fange schon wieder an, wie Olli, was das angeht. Olli sammelt ja eigentlich alles ein, was er kriegen kann. Er probiert jedes Spiel auf 100% durchzuspielen und jetzt merke ich zum ersten Mal, dass ich auch so anfange. Weil ich ja wirklich jede Geschichte haben möchte und eigentlich auch jede Plakette finden möchte. Weil ich finde das Ganze schon echt spannend, muss ich sagen. Ich glaube, so geschichtliche Sachen wären auch was für mich. Assassin's Creed finde ich auch ziemlich toll. Aber ich muss sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich spielen wollen würde, weil, also ich habe schon privat gespielt, nicht alles, aber ich habe schon mehrere Spiele davon gespielt und ich sage, Assassin's Creed ist gut. Aber die Sache ist, es ist halt sehr, wie nenne ich das jetzt? Ein sehr ausdauerndes Spiel. Es gibt einfach so viel zu finden, so viel zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich das in einem Let's Play verarbeiten möchte. Vor allen Dingen habe ich demnächst schon. Also nach diesem hier habe ich ein relativ großes Projekt, was ganz witzig wird, weil möglicherweise machen Olli und ich dieses Projekt fast gemeinsam. Wir spielen zwei verschiedene Spiele, aber
Naja, wie sag ich das jetzt? Also wir wollen zwei verschiedene Spiele spielen, die möglicherweise irgendwas miteinander zu tun haben. So. Hört sich ein bisschen chaotisch an, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das könnte ganz witzig sein. Vor allen Dingen, wenn wir es wirklich schaffen, das gleichzeitig durchzuziehen. Allerdings glaube ich leider nicht dran. Aber es wäre schon cool. So, ja, ich möchte diesen Part noch etwas länger machen, weil ich dachte, 10 Minuten ist vielleicht ein bisschen kurz. Dafür, dass wir die anderen so durchgezogen haben, durchgerattert und vollkommen überzogen haben. Ja, gut. Was kann ich euch noch erzählen? Ich habe keine Ahnung. Ach ja. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen bis jetzt. Und ich hoffe, es wird euch noch weiterhin gefallen. Weil ich finde es gut. Ich finde es halt wirklich sehr gut. Es ist zwar schon etwas älter, aber es macht Spaß. Vor allen Dingen, es macht Spaß, in die Rolle von Ronan zu schlüpfen und irgendwo diesen Detektiv-Flair zu haben und dennoch dieses Übernatürlich mit drin zu haben. Ich muss gestehen, ich bin jemand, der sehr davon angetan ist, diese übernatürlichen Sachen zu erleben. Wer weiß, vielleicht gibt es Geister, vielleicht nicht. Nein, im Ernst. Ich weiß nicht, ob ich dran glauben soll oder nicht, aber ich mag den Gedanken, dass es etwas Übernatürliches gibt. Ist natürlich auch beängstigend, aber ich muss sagen, es gefällt mir. Und Detektivsachen sind auch ganz meine. Ich muss sagen, ich liebe die Sherlock Holmes Bücher. Sherlock Holmes wäre, glaube ich, auch so etwas, was ich gerne spielen würde. Allerdings habe ich die Vermutung, dass ich zu dämlich wäre, um ja, das zu spielen. Und das würde dann wahrscheinlich in ewig langen Folgen enden, wo man nicht weiterkommt. Und ich glaube, das ist für jeden nicht so toll anzusehen. Naja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Falls ihr einen Vorschlag habt, sagt mir mal, was ihr sehen wollt. Vielleicht kommt das meinen Interessen ja nah. Dann könnte man sich da so mal überlegen, ob das nicht was wäre. Naja, dann beende ich diese Folge mal. Und ich hoffe, euch hat das wirklich gefallen mit diesem Hin und Her und Aus und Un und Weg und hast du nicht gesehen und oh Gott, ich kann nicht mehr. Nehme ich jetzt noch eine Folge auf oder nicht? Das ist die gute Frage. Aber dann eine normale. Denn da hätte ich schon Lust drauf. Allerdings weiß ich, dass mein Hassteil bald kommt. Dato weiß ich nicht, ob ich das wirklich tun will. Ich weiß es nicht. Die Tür hat mich angeknarrt. Es gibt auch Geister. Ich bin mir sicher. Und sie werden mich jetzt fressen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn nicht, dann wurde ich von dem Geist gefressen. Tschüss.